Ja, moin Marvin, herzlich willkommen hier bei uns im Storchennest. Stell dich doch erstmal ein bisschen vor, was können wir erwarten? Was bist du für ein Spielertyp? Ich bin Marvin Schulz, 27 Jahre alt, spiele auf der 6 und bin schon ein aggressiver Spieler. Großer Sprung für dich, ganz in den hohen Norden. Gibt es irgendjemanden, den du schon kennst im Kader oder alles neu für dich? Es gibt ein paar Spieler, die ich schon kenne, zum Beispiel Julian Korb, mit dem ich schon in Mönchengladbach zusammengespielt habe. Luis Holpi kenne ich auch gut, sehr gut. Mit seinem Bruder habe ich zusammengespielt in Gladbach und den Alex Mühling kenne ich auch sehr gut. Grundsätzlich noch was? KSV Holstein Kiel, was sagt dir das? Natürlich einmal deutscher Meister. Sehr schöner Verein, in den letzten 3, 4 Jahre immer mit oben dabei gespielt, zweite Bundesliga und ja, ist ein cooler Club. Jetzt bist du ein sehr bodenständiger Typ, hast erst für zwei Vereine gespielt in seinem Leben, Borussia Mönchengladbach und zuletzt den FC Luzern. Wie kommt es, dass du dich jetzt entschieden hast, zu KSV Holstein zu kommen? Ja, mich hat Holstein Kiel schon immer sehr interessiert, von den letzten 3, 4 Jahren, wo sie immer mit oben dabei waren. Und ja, der Fußball, der hier gespielt wird, passt zu mir, denke ich. Und ja, das ist der Hauptschlag. Abgesehen vom Fußball, bist du schon mal im Norden gewesen? Hat sich vielleicht schon mal hier in Urlaub hingezogen? Ne, ich war noch nicht wirklich im Norden. Ich bin das erste Mal hier, aber ich freue mich hier zu sein. Was passiert jetzt? Sommerpause für alle. Was hast du vor? Ja, ich gehe erstmal wahrscheinlich in Urlaub für ein paar Tage und dann freue ich mich, wenn ich wieder hier antreten darf zur neuen Saison. Trainingsstart ist Mitte Juni, dann wirst du auch die Fans kennenlernen. Hast du einen Spitznamen oder wie sollen sie dich ansprechen? Marvin reicht einfach. Ich habe da nichts Besonderes. Ja, einfach ganz normal. Alles klar. Wir freuen uns, dass du da bist. Gute Eingewöhnungszeit, gute Vorbereitung. Herzlich willkommen in Kiel, Marvin. Danke vielmals.